Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Xenoverse 2. Letztens haben wir Son Goku geholfen in der Vergangenheit. Was wird uns diesmal bloß erwarten? Diese Musik hier in der Stadt, ne, erinnert mich irgendwie an den Film Paprika. Kennt jemand von euch den Anime Paprika? Es ist halt echt so wie die Paradenmusik, oder? Mega krass. Oh, ein Fortschrittstest. Kannst mich gerne testen nehmen. Er will uns einen Fortschritt testen. Er will uns gar nicht testen. Okay, dann halt nicht. Wir gehen zum Kaioshin. Ich dachte mir, im Let's Play hier, wenn wir das Spiel wirklich durchspielen sollen, wollen, ne, wie ihr wollt, sollten wir, glaube ich, nur die Hauptstory spielen, oder? Die Parallelquests sind wahrscheinlich ziemlich langweilig, kann ich mir vorstellen. Ja, hier ist die Soldatenakademie. Hier kann man sich Grundkenntnisse holen. Trainingsstufen erhöht. Okay. Für euch Zeitsoldaten habe ich keine Mühen gescheut. Ja, danke für diese Riesenschule. Lerne von deinen Ausbildern, sei dankbar. Du musst stärker werden. Das heißt, Krillin da hinten wird unser Ausbilder oder der Kaioshin? Bei welchem Ausbilder sollen wir lernen? Okay, er will uns einfach nur durchquatschen. Oh mein Gott. Wir machen das jetzt sicher nicht alles durch. Nein. Wenn wir Krillin einfach als ersten Meister nehmen, am ersten Teil konnte man die ja tauschen. Er will eine Prüfung. Du gehörst also zu den Zeitsoldaten. Wie schön, dich kennenzulernen. Ich bin Krillin. Die Kaioshin der Zeit hat mir von dir erzählt. Du willst stärker werden, Ja. Gut, ich werde tun, was ich kann. Ich kenne viele verschiedene Techniken. Hast du Interesse? Sag's mir einfach. Boah. Übungskampf, okay. Ja, komm, wir machen Übungskampf. Und dann kriegen wir Krillin als Meister. Ist das jetzt eigentlich positiv? Ist das positiv, Krillin als Meister zu haben? Ich denke schon. Leute. Ich glaube, Krillin ist schon ganz cool. Krillins Prüfung. Schließe die Lektion ab. Okay. Boah, Leute. Stelle 2 Ausdauer wieder. Okay. Das war der falsche Knopf. Was haben wir denn von ihm erlangt? Wir haben erlangt. Energiestrahl, Energieladung. Was haben wir von ihm erhalten? Die Ohrcrash war es ja nicht. Ermahnung? Was? Ermahnung? Nee. Was haben wir denn von Krillin gelernt? Was macht er da unten eigentlich? Krillin, was machst du da? Den kann man so easy verklopfen. Aber was haben wir von ihm gelernt? Das haben wir alles schon vorgekonnt. Achso, wir sollen einfach ihn normal erstmal. Okay. Ich dachte, wir haben schon eine Attacke von ihm. Oh Mann. Finisher. Sind wir hier gerade bei Gott? Ja, wir sind bei Gott im Training. Quest erfolgreich. Okay. Jetzt haben wir den erst bekommen. Also Ermahnung war es doch. Ermahnung, der Superangriff. Ist jetzt nicht so geil. Ich hätte mir einen Energiediskus gewünscht von Krillin. Das wäre was. Ein Energiediskus. Der ist ziemlich geil. Mit R2 können wir ihn aussehen. Okay, er ist jetzt unser Boss-Chef. Okay. Können wir was lernen von ihm eigentlich? Machst du eine Aus... Was? Machst du einen Ausbilder zu deinem Meister? Hilft er dir, während du Quests in Schwierigkeiten steckst? Nice. Die Oran-Kombo. Sei mein Meister erstmal. Ja, er ist unser Meister. Sehr schön. Wir sind jetzt von Krillin unterrichtet. Mega hart. Wollen wir noch eine... Ja, komm, wir lernen noch eine Attacke. Wir wollen die, wie heißt sie? Oran-Kombo. Die wollen wir uns noch und dann gehen wir weiter in der Hauptstory. Einen Meister zu haben ist ja auch ganz wichtig, um eben, wie ihr seht, neue Fähigkeiten zu lernen. Ganz, ganz geil. Und ja, mal gucken, was Krillin uns so alles lernen kann. Lektion 1. Bewege eine schnelle Serie von Angriffen. Die Technik ist blitzschnell. Okay. Oran-Kombo. Ah, auf Dreieck ist jetzt. Okay. Ne, hörst du auf, du... Du kleiner, du...
Okay, man muss neben stehen. Okay, ist eine Nahkampfattacke. Boah, der haut ganz schön rein. Ist okay. Komm, Meister! Oh ja, ich liebe das. Oh, geht ganz gut ab. Ich muss auf jeden Fall unbedingt auch am Wochenende auf jeden Fall mehrere Folgen am Stück aufnehmen, damit ich ein bisschen im Training reinkomme. Ne? Wir wollen ja hier natürlich stärker werden. Kommst du her? Ja, du, so nicht, du Kleiner, du. So nicht, Mann. Oh, er ist ausgewichen. Ey, ich war noch nicht fertig. Ich war noch nicht fertig mit ihm. Okay, jetzt haben wir die Oran-Kombo. Mega nice. Die Fähigkeiten müssen wir jetzt anpassen, glaube ich. In unserem Inventar sozusagen. S-Rang nur. Leeraufstieg. Sehr schön. Und wir haben die Oran-Kombo erhalten. Mega nice. Energiediskus wäre mir trotzdem am liebsten von Krillin. Das ist meine Lieblingsattacke von Krillin. Auf jeden Fall mega nice. Oh, er steht jetzt hier vom Brunnen. Eine Partneranzeige. Doppelangriff. Okay, okay. Ja, wir wollen jetzt aber erstmal nicht weiter trainieren mit den Krillin. Kann man jetzt aber nun die Fähigkeiten ändern? Ja, kann man. Sehr schön. Hier haben wir zum Beispiel noch nichts. Da hauen wir die Oran-Kombo mal drauf. Und hier haben wir noch... Nehmen wir auch nichts. Wir haben die Oran-Kombo jetzt mal auf X gelegt. Finde ich ganz gut. Aber jetzt geht's weiter, Leute. In der Hauptstory. Der Kaioshin der Zeit hat die nächste Quest für uns. Willkommen zurück. Schön, dich zu sehen. Und die Vase in der Akademie? Sehr cool. Sehr cool. Wir haben Krillin gefunden. Du kannst sie nutzen, um stärker zu werden. Ja, danke. Zähne aus Quest kannst du in Kostüm und Objektladen ausgeben. Ja, das werden wir auch noch tun. Supercellen und Key-Explosionstypen. Supercell ist ein ausrüstbares Objekt, dessen Effekt aktiviert wird, wenn der Kampf bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Key-Explosion ist der Kreis, das wissen wir. Oh Gott, Leute, so viele Kombos. Ich muss das Spiel hart wieder lernen. Wie gesagt, den ersten Teil ist schon lange her, dass ich den gespielt habe. Jetzt muss ich echt wieder hart reinkommen. Aber dazu, bevor ich jetzt 3-4 Folgen am Stück aufnehmen kann, damit ich gut im Flow bin und mir den Kampf wieder richtig aneignen kann, muss ich ja wissen, sollen wir die Parallelquests spielen oder nicht? Ich glaube, nein. Ich glaube, wir sollten die Parallelquests nicht spielen, denn ich denke, die sind jetzt nicht wirklich spannend. Kann man hier hochfahren mit dem Ding? Oh Gott! Ist jetzt nicht so geil. Ja, ich weiß, hier liegen Items. Eieiei. Naja. Piccolo kann man auch als Meister haben? Die Höllenspirale wäre halt auch geil. Schwer. Schwer. Leute, bleiben wir bei Krillin, Energiediskus oder Piccolo, Höllenspirale? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin fast für Höllenspirale. Aber jetzt geht's weiter in der Hauptstory. Oh, die kenne ich gar nicht. Heißt sie echt Eistee? Du hast dich da draußen mich ins Zeug gelegt. Die Galaxie-Patrouille ist ziemlich berühmt, weißt du? Ah. Ich wusste das schon immer über dich. Vergiss, was ich gesagt habe. Okay. Hier, das kannst du haben. Kümmere dich gut darum. Sensu-Essenz. Ah. Es ist nur ein Gegenstand. Bleib mal auf dem Teppich. Eine Sensu-Essenz. Kann man die jetzt ausrüsten? Müssen wir die ausrüsten? Nö, hier nicht. Das ist ein Kampfobjekt wahrscheinlich. Ja, okay, ein Kampfobjekt. Wo ist jetzt hier die Hauptquest? Mann, lass uns doch endlich mal hier zocken. Mann. Er sagt mir, die Quest ist hier. Hier ist aber niemand. Muss ich da reingehen? Wahrscheinlich. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz im Game drin. Aber es macht auf jeden Fall mega Spaß. Und die Grafik ist, wie gesagt, der Hammer. Ja, der Kaioshin hat unsere nächste Hauptquest. Sehr schön. Guten Tag. Nein, ich habe kein Heftchen für dich mit. Die Geschichtsänderungen nehmen kein Ende. Du hättest keinen besseren Zeitpunkt erreichen können. Die Geschichte wurde mehrfach und in verschiedenen Zeitaltern geändert. Verändert, schon. Wir brauchen deine Hilfe. Lass uns nicht hängen. Das wäre ein Moment, an dem die Saiyajin die Erde angreifen. Oder die Zeit, als die Erdlinge zum Planeten Namek aufgebrochen sind. Da sind wir auch gerade in Dragon Ball Legends, ne? Zuerst zur Erde. Wir fangen an, wie in Dragon Ball Legends. Beginnen wir jetzt mit Nappa, Vegeta und Raditz auf der Erde. Also jetzt kommt sicher Nappa und Vegeta. Und dann gehen wir erst auf Namek zu Frieza. Also Leute, ne? Abo da lassen, um nichts zu verpassen. Es geht hier noch richtig krass ab. Diese Rolle da zeigt an, dass sie die Geschichte schon wieder geändert hat. Ah, weil sie violett leuchtet. Das ist die Ankunft der beiden Saiyajin Nappa und Vegeta auf der Erde. Sag ich doch, ich kenne mich doch aus, Leute.
Diesmal sind es gleich zwei Saiyajin. Die Störungen haben in letzter Zeit zugenommen. Bitte sei vorsichtig. Ich bemühe mich. Ich bin echt noch nicht so 100% im Kampf drin. Ganz ehrlich. Dafür muss ich, wie gesagt, erstmal am Wochenende jetzt richtig hart am Stück üben. Und ich kann halt auch super in den Parallelquests üben, wenn wir sie nicht aufnehmen. Das finde ich, glaube ich, echt eine gute Idee. Ja, 762. Da sind sie, ja. Vegeta Nappa. Der kleine Vegeta. Oh, oh. Ja, der ist verändert. Und ja, ich habe die Camp vergessen. Tenshin Han! Yamcha lebt noch? Das gibt's gar nicht. Der stirbt doch immer. Immer. Reduziere Nappas Gesundheit um eine bestimmte Menge. Okay, wir greifen Nappa an. Alter, das sieht aber... Er sieht echt gut aus. Wir alle kämpfen gegen Nappa? Was ist das für eine Herausforderung? Wir haben krasse Krillin-Fähigkeiten bekommen. Die Orang-Kombo. Nein, daneben. Was? Aber jetzt. Ja, schön die Krillin-Fähigkeiten einsetzen. Sehr schön. Und den Keyblast. Ja, wenn wir alle gegen ihn kämpfen, sollte das kein Problem sein. Nappa zu besiegen. Wo ist Vegeta nun eigentlich hin? Oh, ja, das Taku. Schön drauf ballern. Ja. Oh, ich freue mich auch so sehr, Leute, wenn wir den Kamehameha, ja. Das wäre ziemlich geil. Kamehameha ist einfach meine Lieblingsattacke. Obwohl die Höllenspirale auch ziemlich geil ist. Nein, verdrückt! Obwohl die Höllenspirale auch ziemlich geil ist. Ja, geht's nicht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der hält aber echt lange aus, ne? Weil die anderen Mitspieler, die KI, fällt gerade einfach gar nichts machen. So ein Gohan ist hier, hab ich gar nicht gesehen. Wo ist denn hier so ein Gohan? Wo ist Nappa hin? Da hinten? Ja, man könnte jetzt hier auch rumfliegen und Gegenstände einsammeln, aber ich will halt echt nur die Mission hier. Da ist Gohan! Oh, wie cool, Gohan! Oh, das tat weh. Das in den Rücken tragt hat richtig weh. Oh, gut geblockt von ihm, aber das können wir auch. Ein bisschen was habe ich schon, habe ich nicht verlernt. Oh, das tat weh. Ah, ja, sehr schön. Nappa down. Aber Vegeta ist noch hier und Nappa ist nicht besiegt. Z-Rang, sehr schön. Und Level Up. Oh, genau. Weiter oder zurück zum Zeitnest? Wie geht ich weiter? Stand da echt gerade Zeitnest? Wer hat den Zeitnest erfunden? Tools? Was? Tools? Haben die... Was ist das für ein... Hä? Das ist nicht Bardock, das ist nicht... Ratitz, wer bist du denn? Denkst du, er sagt mir gerade gar nichts, den Namen, Leute. Wo kam denn dieser Charakter vor? Schreibt gerne mal rein, wenn ihr das wisst. Und die Krillin-Attacke! Yay! Leute, wir haben gelernt von unserem Meister. Oh, diese Effekte am Boden! Mega nice! Hey, Arschloch, bleib mal da! Ja, komm, Baby. Ah, ich bin halt echt gehypt drauf, neue Fähigkeiten zu lernen. Ah, ausweichen, ja, mal wohl gern. Und die Orang-Kombo von Krillin. Nein, Goku hat ihn weggeschlagen. Was soll der Scheiß? Tools. Sie haben ja Krillin auch so mit Kuririn übersetzt. Was ist ein Erfin-Held? Ist das... Was ist das denn? Oh, gut ausgewichen, Alter. Gut ausgewichen. Aber du hast keine Chance gegen uns. Wie lange kann man das eigentlich aufladen? Ich bleib mal am Knopf drauf. Nee, passiert nicht, wenn ich was anderes mache. Nee, aber mach gut damit. Bleib mal hier, Kleiner. Oh, ich will unbedingt auch erstmal unsere normale Kampfkraft sehr erhöhen mit den Punkten, die wir gerade bekommen haben. Denn... bist du da? Denn... Mit normalen Schlägen habe ich hier meistens eingegriffen. Ki, wie gesagt, kam ja erst mal später bei mir. Ah! Genug geschwächt. Video. Freezer! Oder? Nee.
Ist das der Held aus dem ersten Teil, den wir auserwählt haben? Ich glaube ja. Das war der Held. Geschafft! Wieder Z-Rang. Ja, Leute, easy. Zurück zum Zeitnest. Wir müssen uns echt mal pimpen. Wir müssen unsere Fähigkeiten hochleveln, ganz wichtig. Im Zeitnest. Wer hat den Namen erfunden, Leute? Wer hat diesen Namen erfunden? Das Zeitnest. Wir müssen auf jeden Fall uns nämlich jetzt anpassen und die Attribute boosten. Wie gesagt, ich werde zuerst mal auf jeden Fall die Grundangriffe erhöhen. Hier auch noch einen rein vielleicht. Ja. Ja. Wir würden das ein bisschen mehr angreifen können auf jeden Fall und schon mal mehr Damage machen auf jeden Fall. Wir haben halt echt erst 1610. Da wird es ziemlich schwer mit Objekten kaufen erstmal. Echt wenig, ne? Ich könnte mal kurz zum Händler gucken. Ich guck mal zum Händler, Leute. So, Leute, was gibt's denn Schönes im Kostümladen? Mit Zeni kaufen. Oh, wir können uns doch schon was kaufen. Ein Yanchu-Outfit, ernsthaft. Ein Yanchu-Outfit. Verbessert aber... Oh, verschlechtert unseren Angriff nicht, danke. Uniform. Ah, okay. Das macht alles nur ein bisschen besser. Ein bisschen mehr Grundangriff, immerhin schon mal. Ich werde echt nicht wie Yamchu rumlaufen. Ja, die normale Uniform. Die macht halt schon stärker erstmal. Ne? Kampfanzug Raditz. Erhöht Ki, erhöht Ausdauer. Ah, schwer. Der letzte Schrei. Nee, auch nicht. Ja, ich glaube wirklich, Son Gohans Kleidung als Kind wäre gerade echt nicht schlecht. Auch eine Uniform? Boah, schwer. Schwer. Ich kaufe uns mal die kleine Uniform hier. Wird schon mal ein bisschen stärker wenigstens werden. Ja, ja, ein bisschen kleine Uniform. Die wir auch gleich mal ausrüsten. Wenn wir ein bisschen stärker schon mal sind. Drei Werte hoch, finde ich ganz okay. Finde ich jetzt ganz okay. Hoppla. Falschen Knopf gedrückt. Falschen Knopf gedrückt. Ja, wir werden die Ausrüstung ein bisschen ändern, Leute. Na. Was haben wir jetzt gekauft? Da die Uniform. Da die Uniform. Da die Uniform. Gibt uns jetzt schon mal einen kleinen, guten Damage-Boost und wir sehen nicht so kacke aus. Es geht. Es geht. Ist cool. Boah, find's cool. Hier haben wir nichts. Ne, ne. Scouter haben nur dieses neumodische Modell. Ja, finde ich ganz gut. Sind wir auf jeden Fall durch das Attribute boosten stärker geworden und dadurch, dass wir uns die neue Ausrüstung gekauft haben. Ah, find's ganz geil. Find's ganz geil. Ja, Leute, das war mal diese Folge. Wie gesagt, ich werde jetzt am Wochenende hart trainieren und richtig kämpfen lernen wieder. Richtig schön durchballern. Also freue ich mich schon auf die nächste Folge. Lasst mir von Abo da, um nichts zu verpassen. Und ja, Leute, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, sollen wir diese Parallelquests auslassen, nur die Hauptstory spielen? Beziehungsweise, ja, ich finde die Parallelquests sind, glaube ich, nicht so spannend, Leute. Haut's mal rein, ich bin gespannt. Sehen uns beim nächsten Mal, spätestens im nächsten Dragon Ball Legends Video oder halt Xenoverse. Viel Spaß, haut rein und ciao.